Dortmund ist unsere Stadt, behauptet die rechte Szene und ruft deswegen immer wieder zu Aufmärschen in Dortmund auf. Auch heute zogen über 1000 Rechtsextreme durch die Innenstadt unter den wachsamen Augen vieler, vieler Polizisten. Und die Stimmung war angespannt. Aggressivität lag in der Luft. Zuvor hatte es eine große Gegendemonstration von schätzungsweise 1400 Menschen gegeben unter dem Motto Bund statt Braun. Denn für viele Demokraten und Anwohner sind diese Aufmärsche unerträglich. Das Gefühl, dass sowas heutzutage passiert, macht Angst. Diese geballte Aggressivität und dann mit Dingen zu argumentieren wie nie wieder Krieg nach unserem Sieg oder so etwas, finde ich ganz furchtbar. Ich fühle mich bedroht von diesen Leuten. Wenn ich das so sehe, was den ganzen Tag hier über abgelaufen ist mit der Polizei. Ein Stimmungsbild in Dortmund am späten Nachmittag. Und Meinungen, die auch Hartmut Anders Höpken, Sonderbeauftragter der Stadt gegen Rechtsextremismus, teilt. Er hatte zum Widerstand gegen die Neonazis aufgerufen und den geschlossenen Bürgerprotest organisiert. Das Problem Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus nimmt insgesamt zu in unserer Gesellschaft und ist kein Randproblem mehr, sondern es geht mehr auch in die Mitte der Gesellschaft hinein. Und gerade auch im Blick auf die kommenden Wahlen müssen wir da sehr intensiv auch gegen anarbeiten. Von daher haben Sie vollkommen recht, es ist an der Zeit und es ist wirklich allerhöchste Zeit, dass wir dagegen aufstehen und noch verstärkt dagegen arbeiten. Schon vor der Kundgebung hatten um die 800 meist Autonome gegen den Braunspuk mobil gemacht. Die Bundestagsabgeordnete Ulla Jelbke hatte diesen Protest, der friedlich verlief, angeführt. Also die Neonazis, insbesondere die NPD, aber auch andere Organisationen, Befreundete, haben ja Dortmund zu ihrem Schwerpunkt erklärt, hier im Ruhrgebiet. Und deswegen muss hier auch nicht nur von den Antifaschistinnen und Antifaschisten, sondern auch von der Stadt, von der Polizei, vom Polizeipräsidenten vor allen Dingen, konsequenter vorgegangen werden gegen Neonazis. Wir haben in den letzten Wochen Anschläge, zum Beispiel auf mein Wahlkreisbüro, auf Antifaschisten, auf anders Aussehende, also Migrantinnen und Migranten. Und das muss endlich ein Ende haben hier. Auch auf ihrem heutigen Aufmarsch zeigen die Rechten ihr aggressives Gesicht. Ein Knallkörper verpasst unseren Kameramann nur knapp. Eine Polizistin der Einsatzhundertschaft hat weniger Glück. Eine Kollegin verletzt. Wir haben gerade mitbekommen, dass auch durch Eingriffe, durch Körperverletzungen, auch durch Pyrotechnik einige Kollegen verletzt worden sind. Wir haben aber noch keine genauen Zahlen, aber es ist schon eine Veränderung spürbar. Die Rechten werden immer gewaltbereiter. Gut, dass auch der Protest gegen die Neonazis in Dortmund nicht nachlässt.